Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Transformers Devastation. Und gleichzeitig ist es auch eine neue Aufnahmesession. Legen wir doch gleich mal im Story-Modus weiter. Na, kommt was? Ja, ich weiß ja nicht. The barrier is disabled. However, the door itself requires a key code. How do we get it? A sentry bot has been deployed, which will transfer the key code to the nearest Cybertronian if it is destroyed. Okay, das Ding muss ich wohl zerstören. Its location is highlighted on your map. On my way! Das war mein Handy. What? What? Oh, falsche Richtung. What? Optimus, what exactly is the Proud Star? Another time, old friend. Now, let us stay on task. Okay. Wir haben auch einen neuen Charakter, mit dem wir eigentlich spielen können. Also wie viele Schilde sind das? Zack! Zack! Wir sind ja mittlerweile in Kapitel 2, deswegen steht auch dran Mission 1. Was hat er eigentlich für eine Ausrüstung mit dem? Wir probieren jetzt mal das Kampfschwert und dazu Schock-Scharfschützengewehr. Bam. So. Wie lang da lang? Falsche Richtung. Also ich finde den Typen echt geil. Muss ich einfach so sagen, der ist echt geil. So, jetzt muss ich hier hoch. Gucken, was jetzt noch kommt. Was haben wir denn hier Schönes? Aufheben. Megatron.
So, und ja, Frage, woher wusste Megatron von der Proud Star unter der Erde? Es scheint, das wussten weder Megatron noch seine Decepticon-Leutnant sicher, was mit der Stadt geschehen war oder was unter ihr liegt. Allerdings sind Megatrons Erinnerungen das goldene Zeitalter klarer als die der meisten anderen Cybertronier und so scheint es, als hätte er Plasma-Energie als eine Ursache der Zerstörung der Stadt vermutet. Okay. Aua, oh shit. War ein bisschen blöd. Das Leben. Pow! Yes. Wenn es überhaupt irgendwann nicht mehr weitergeht, dann muss ich halt echt gucken, dass ich ein bisschen farme. It's evolved on a divergent path from our own. It's not from the Decepticons. Then Megatron doesn't understand it any more than we do. Perhaps we can use that to our advantage. Okay. Au, au, au. So. Aua. Leck mich am Arsch. Dann nicht. Oh, das ist gut. Scheißteil. Aua. Bam. Vom Himmel geholt. Ups. The ship's entrance is now open. Let's go crack some cranial casings. Bam! Das heißt, es ist super, auch wenn die Steuerung ein bisschen madig ist, macht echt Spaß. Au. Halt, falsch rum. Wo muss ich denn lang planen? In your face, bitch. Oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Das.
What? Ah, Insektoids. Aua. So, der eine ist hinüber. Okay, ich brauche doch ein bisschen Leben vielleicht. Ich bin das lebende Insektenvernichtungsmittel. Not so special. Come on. So. Aber sind das für Punkte hier? Egal. Star, the great ship of Nova Prime. It can't be. You mean an Autobot ship is responsible for all the destruction in the city? It appears so, Wheeljack. But I doubt it was an Autobot hand that caused the destruction. Another Cybertronian ship crashed on Earth? What are the odds? Nova Prime's mission was to preserve our culture. The Colonnade of Cybertron was a covenant between all Cybertronians. The Colonnade is comprised of the essential aspects of our lost Cybertronian heritage, and it was placed inside the Ferrotaxis, the supercomputer that controls the Proud Star. The Ferrotaxis literally carries our culture inside of it. What an historical find that would be. So much art and beauty and history has been lost. To find it again. The Ferrotaxis controls both the Plasma Core and the Insecticons. It directs the power and gives the Insecticons their function and purpose. Okay, so we find the Ferrotaxis and what? Destroy it? It's got so much of our culture in it. We can't do that, can we? No, we can't. We find the Plasma Core and shut it down. Shutting down the power is the most surefire way to stop the cyberforming. Then we locate the Ferrotaxis and preserve our culture, as Nova Prime intended. But for now, stay focused. There are more floors to this ship. We split up and locate the Plasma Core. Okay, dann machen wir das doch mal. Mach ja gar nicht. Lass mal gucken, was da ist. Und
Matrix itself just blinked off and then back on. There is a darkness here. Something that has permeated this place. And the Cybertronians who lived here. We will deal with it later if we must. Wow! Ominous much? So, wir müssen jetzt zum Lesen. Infolux. Megatron 2. Stimmt Megatrons Vermutung, dass die Proudstar unter der Erdoberfläche war? Megatrons Verdacht hat sich bestätigt. Das Schiff, das nun kontrolliert, ist tatsächlich die legendäre Proudstar. Kommentar. Megatron muss eine perverse Freude empfinden, da er nun weiß, dass das Instrument zur Zerstörung der Erde eine Erfindung der Autobots war und nach der Mission von den Autobots ausgegangen war. Bam bam bam. Bösen Autobots. Hopp. Bam. Bam. Aua, aua, aua. Bäh, so viele Insekten, ey. Mann. Du entkommst mir nicht. Pam. So, du weg. Und die Kiste. Zack, zack. 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 Puh. Beobachtung, Starscream's Wut. Starscreams ständige Wut auf Megatron scheint sich noch verstärkt zu haben, genau wie die Spannung zwischen ihm und den anderen Seekern, Thundercracker und Skywarp. Offenbar haben diese Spannungen mit der Suche nach dem Plasma-Kern zu tun. Starscream spürt womöglich, dass sein Potenzial nicht voll ausgenutzt wird und Thundercracker spürt, dass Plasma-Energie zu gefährlich ist. Es ist wahrscheinlich, dass Starscream Thundercracker für seine offensichtliche Feigheit zurechtweisen wird, während er selbst insgeheim seine Zerstörung durch den Plasma-Kern fürchtet. Na dann? Innere Konflikte. Mann, haben wir längst mal aufgeräumt oder nicht? Na, dann wechsle ich doch mal zu Wheeljack. Raketen. Blitzstreuschuss, Kyrohammer, Stahlhandschuhe, Thermal-MG, Blitzdoppelblaster, Abrissbirne, naja. So, Waffen. Synthese. Dann gucken wir mal, warte mal. Ready, ready? Megatron must be stopped.
So, und what are we waiting for? So, all right. So, ready, watch if I follow me. My services appear to be so, dann kommen wir an Optimus Prime, der ist eine Hammerwaffe und ja, kommt erstmal Kopfwert. So, danach der hier. Kampfschwert mit und er nimmt den Brandraketen mit. So, dann der hier. Der Devastator-Bohrer. Das dann. Und die Thermalenergie. So, dann der da noch im Nahkampf, den Devastator-Bohrer. Und im Fernkampf ein Blitz-Doppelblaster. So, und dann mal Synthese. Den Thermalstreuschuss. Megatron. Ready, ready, ready. Let's go. What are we waiting? Follow me. Ready, ready, ready. So. So. Dann Synthese. Okay, gut, dann sind also Schraubenschlüssel stärker. Kann ja schon mal sein. Dann fangen wir mal an. Schraubenschlüssel, Stahlhandschuhe. Ja. So. Schraubenschlüssel, Abrissbirne. Ja. Thermalstreuschuss. Was? Fähigkeiten zum Betragen wählen.
Rückstoß verringert. Erhöht durch Synthese gewonnene Erfahrung. Oh ja, da. Ja. Nahkampf und Fernkampf und Fernkampf. Wir haben jetzt schon wieder den Thermal Doppelblaster. Mann. So. Dem hier. Ja. So. Das mit dem. Ja. Das mit dem einfachen MG. Ja. So. Ja. So, dann starten wir. Na gut, an der Stelle beende ich jetzt erstmal die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Transformers Devastation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.